So, ich stehe hier vor dem Metzger, der noch nicht auf hat. Und da vorne ist der Bahnhof. Da fahre ich jetzt Richtung Frankfurt. Vorher muss ich hier noch Würze für Hackfleisch holen. Ich habe es geschafft. Hackfleischwürze. Jetzt gehe ich zum Bahnhof. Um was geht's heute in diesem Video? Die Sache ist ganz einfach. Ich habe mir vor kurzem einen e-tron 55 ausgeliehen und der Wagen hat mich so begeistert, dass ich jetzt für einen Monat lang einen e-tron 50 ausgeliehen habe, um zu gucken, ob der nicht auch reicht für unsere Familie. Der Wagen kommt tatsächlich in die engere Auswahl, kostet mit der Ausstattung, die wir haben möchten, abzüglich der BAFA rund 51.000 Euro. Und die Langzeitmiete kostet 33 Euro am Tag. Für einen Monat mache ich das jetzt und inklusiv ist auch die Audi e-tron Ladekarte. Damit kann man den Strom laden, ohne dass man extra Kosten zahlen muss. So, die Straßenbahn habe ich verpasst. Das ist gar nicht zu schaffen in 3 Minuten. Weil ich muss hier, bin schon außer Puste. Ich muss hier aus dem S-Bahn-Bahnhof raus und dann hier ein paar Straßen, Querstraßen passieren. Und da vorne ist die Straßenbahn. Die ist schon lange weg. Also 3 Minuten haben nicht gereicht. Okay, also die Straßenbahnhaltestelle hier ist direkt vor dem Audi-Zentrum hier in Frankfurt-Ost. Erstaunlich, da sieht man auch schon einen e-tron drin stehen. Und dann will ich jetzt mal reingehen. Der Wagen steht im Audi-Zentrum in Frankfurt, aber das Audi-Zentrum selber hat nichts damit zu tun. Das ist quasi ein Shop im Shop in dem Audi-Zentrum, wo man die Langzeitmiete buchen kann. So, die Kiste angemacht. Jetzt steigen erstmal die Kilometer. Sind gerade schon 4 Kilometer gestiegen auf 258. Sollte ja eigentlich voll sein. So, mal gucken. Hier kann man das Ladeziel einstellen. Aber er ist auf 100%. Also, Reichweite. Oh, 80 Kilowattstunden. Alter Schwede. Gut, 2 Kilometer. Langzeitspeicher 54 Kilowattstunden. Sind aber auch nur... Was? Über 126 Kilometer. Ah, der Wagen hat erst 126 Kilometer runter. Eieieiei. Ach du Scheiße. Das Lustige ist, ich habe jetzt die Route eingegeben nach Gemünden und mal eben ist der Kilometerstand um 25 Kilometer runtergegangen. Wahrscheinlich, weil er weiß, ich fahre jetzt über die Autobahn und gebe Stoff, oder jedenfalls so, wie er es gerade gelernt hat, dass er 50 Kilowattstunden verbraucht. Gut, okay, also das wird er nicht brauchen, aber dann gucken wir doch mal jetzt, wie es wird. Okay, der Wagen hat schon mal kein Tourpaket, das heißt kein Spurhalteassistent, sondern nur Spurverlassenswarnung und also keine Spurführung, keine aktive Spurführung. Ja, hat auch keine 3D-Ansicht für die Rückfahrkamera.
sondern nur ganz, ganz normal. Jo, schade. Gut, ich habe jetzt mal die Verbrauchsanzeige komplett genullt und werde die nicht zurückstellen in der ganzen Zeit, wo ich den habe. Ja, also hier keine 3D-Ansicht. Übrigens auf der Hanauer Landstraße und da vorne, gar nicht weit, ist Tesla. Der hat auch keine Memory-Sitze oder elektrische Sitze, sondern hier muss man alles manuell einstellen. Aber hat Vollleder, kein Alcantara, kein Stoff, Vollleder. Also wir sehen hier die absolute Basisausstattung. Was hier an Extras dabei ist, ist der Nachtsichtassistent, die Rückfahrkamera und halt Leder statt Stoff. Das ist hier der Unterschied. Aber sonst ist wirklich tatsächlich alles Basis. Ja, erster Eindruck ist ein echter e-tron. Der Wagen ist relativ neu, ja, 126 Kilometer hat er erst gelaufen und ja, schauen wir mal, wie ich mich darauf einfuchse die nächste Zeit. Ja, auch der 50er e-tron ist wirklich ein super Elektroauto. Gefällt mir wirklich gut. Alter Schwede, jetzt hat es tierisch angefangen zu schneien. Aber es ist eine gute Gelegenheit, mal den Quattro zu testen. Und hier nochmal die Verbrauchsdaten. Es hat unterwegs auch ein bisschen geschneit und ein bisschen geregnet. Temperatur sieht man hier um 5 Grad rum. Ich habe versucht, die ganze Zeit dauerhaft 130 zu halten. Allerdings ist mir das bei den Verkehrsbedingungen nicht gelungen. Und man sieht es auch am Schnitt, 90 Kilometer pro Stunde ist dann zum Schluss rausgekommen und der Verbrauch bei 25,8 Kilowattstunden. Das letzte Stück Landstraße, etwas über 30 Kilometer, ging dann natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit massiv runter. Und hier sieht man auch, dass ich an der Baustellenampel stehen musste. Und zum Schluss hat sich dann über die 124,9, fast 125 Kilometer, ein Durchschnittsverbrauch von 25,7 Kilowattstunden ergeben. Ich hatte noch 51% im Akku, also rund 250 Kilometer mit Autobahntempo.